Ja, Bürger, ja, die Erde bebt, es wackelt deine Habe. Was du geliebt und du erstrebst, das rasselt jetzt zu Grabe. Aus Dur wird Moll, aus Haben soll, es fallen die Devisen. Dann fällst du selbst zu diesen, dann fällst du selbst zu diesen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ingo Wilkenshoff und ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge aus unserer Reihe gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Dagegen kann man eine Menge tun, zum Beispiel Fair Trade. Diesmal waren wir in der Kaffee-Rösterei Eisbrenner, die Kaffee aus Nicaragua importiert. Hier ein paar Bilder. Wir befinden uns auf dem Gelände der Kaffee-Rösterei Eisbrenner. Hier finden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen statt. Es gibt natürlich auch Kaffee und Kuchen aus eigener Produktion, Slow Food und ein künstlerisches Rahmenprogramm. La mariposa del amor, juguete del destino, a ti te toca huir, rey. Hier befinden wir uns im Verkaufsraum. Es stellen sich auch prominente Gäste ein, wie Bielefelds Bürgermeisterin Karin Schrader, die die Eröffnungsrede halten wird. Mehr dazu gleich. No te asombras si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre. Sangen Juan Uros und Luis Ajacucha aus Peru, José López, Spanien, Laura Los Angeles, Argentinien und Deutschland. Bielefeld zu Fairtown haben wir unseren Bielefeld-Café, Café Miraflor, erstmalig vorgestellt. Das Ganze hat ein bisschen Vorlauf. Wir sind 2012 auf der Klimawoche vom Umweltamt Frau Reha angesprochen worden, ob wir für die Partnerstadt Esteli aus Bielefeld den Nicaragua-Café zu fairen Preisen direkt importieren wollen. Das hat für die Familien vor Ort zur Folge, dass die durch den Direktimport und durch den Fairtrade-Preis die Möglichkeit bekommen, auskömmlich zu leben und den hochwertigsten Kaffee, der unter besonderen ökologischen Bedingungen heranreift, zu produzieren. Konkret bedeutet das, dass bei einer Tonne verkauften Kaffee der Kooperative in Esteli 15.000 US-Dollar über den normalen Kaffeepreis zugutekommen. Und damit können die natürlich einiges auf die Beine stellen. Soziale und Bildungsprojekte, Gesundheitsprojekte und alles, was notwendig ist, um nachhaltig guten Kaffee zu produzieren und dass die Gesellschaft gut auch damit leben kann. Und das ist hier eure Kaffee-Rösterei, wo das gemacht wird, das ist die Ware? Genau, wir haben in Bielefeld-Altenhagen die Kaffee-Rösterei und der Clou ist, dass der Kaffee mit dem schonenden Trommelröstverfahren in einer langsamen Röstverfahren veredelt wird. Das bedeutet, dass es keine unbekömmlichen Säuren gibt, es wird nur die beste Kaffeequalität vollendet durch dieses langsame Röstverfahren und wir rösten alle unsere Kaffeequalitäten jede Woche frisch. Das heißt, die Kunden haben nicht nur einen Kaffee mit gutem Bauchgefühl, sondern den absoluten frische Hochgenuss in ihrer Tasse. Hallo, mein Name ist Andreas Risse, ich bin Betreiber dieser kleinen Rösterei und mit meiner Frau zusammen haben wir das Projekt hier 2009 gestartet, nachdem wir seit 2004 bereits Kaffee aus Jamaika von den kleinen Kaffeebauern ziehen. Wir kommen gerade zurück aus Jamaika und haben neue Kontrakte gemacht
direkt mit den Bauern. Und von dort aus haben wir auch den Kaffee, den wir direkt von den Bauern bekommen, genauso wie jetzt hier aus Nicaragua. Wir werden jetzt von diesem Kaffee weitere 1,5 Tonnen bestellen, die hoffentlich dann bis zum Jahresende ausreichen werden, und planen für nächstes Jahr schon eine Größenordnung von 6 bis 10 Tonnen, um dort das Ganze auch vernünftige Beine zu stellen. Weil erst wenn wir ein Volumen erreicht haben, dass wir auch einen ganzen Container nehmen, dann werden die Effekte für STI natürlich entsprechend sein, und man kann dort dann auch wirklich was bewirken. Dort können medizinische Projekte unterstützt werden, dort können Schulen unterstützt werden, und es gibt viel zu tun in der Sache. Danke. Wir sehen also, es handelt sich um ein Erfolgsmodell. Es gibt erstens guten Kaffee, zweitens nachhaltig angebaut, drittens faire Bezahlung und viertens werden damit soziale Projekte in Deutschland und Nicaragua gefördert. Sehen Sie nun die Rede der Bürgermeisterin von Bielefeld, Karin Schrader. Ganz herzlichen Dank und viel Spaß uns allen. Ich freue mich jetzt auf die Begrüßungsrede von Frau Schrader. Okay, fangen wir an, damit wir schnell hinter uns bringen und Sie wieder den Kaffee genießen können. Es begann eigentlich schon im November letzten Jahres. Aber es freut mich ganz besonders, gemeinsam mit Ihnen heute offiziell den Startschuss für den Kaffee Miraflor, den sogenannten Bielefeld-Kaffee, aus unserer Partnerstadt Esteli zu geben. Natürlich werde ich gleich, das habe ich eben schon erwähnt, auch ein paar Päckchen kaufen und die guten Freunden schenken. Ich muss heute Abend zu einem Geburtstag, da habe ich gleich schon etwas, was ich mitbringen kann. Wesentlicher Inhalt dieser Kooperation neben dem leckeren Kaffee, den ich gerade schon getrunken habe, steht die faire Bezahlung. Mit der Kaffeewelt Eisbrenner wurde in Bielefeld auch eine Kaffeerösterei gefunden, die als Fairtrade-zertifiziertes Unternehmen den Kaffee vor Ort hier vermarktet. Mittlerweile, so habe ich mir sagen lassen, wird der Bielefeld-Kaffee in 8 oder 9 Geschäften und in 4 Betrieben ausgeschenkt. Wenn das so stimmt, kann sich das ja schon sehen lassen. Ein weiteres Stichwort, was mir zu diesem Projekt eingefallen ist, ist das Wort Nachhaltigkeit. Jeden Tag wird dieses Wort durch die Gazetten gejagt, aber konkrete Projekte stehen oft nicht dahinter. Wir hören immer wieder Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, aber Projekte sind Mangelware. Lassen Sie mich ein Beispiel erzählen, das Sie auch auf der Internetseite der Stadt Bielefeld finden können und auch auf der Seite des Welthauses, aber ich fand es sehr überzeugend. Würde es gelingen, jedes Jahr einen Container Kaffee, das wären 18 Tonnen, als Fairtrade-Kaffee zu kaufen, lägen die Einnahmen für jeden Container etwa bei 15.000 US-Dollar über dem voraussichtlichen Weltmarktpreis. Dies würde die Entwicklungschancen für die Kooperativen in Miraflor, die sich immer auch sozial engagieren, nachhaltig verbessern. Kleinbauern und Bäuerinnen in Miraflor könnten wirklich was davon haben. Jetzt schon fließen mit jedem gekauften Kilo Kaffeebohnen zusätzlich 50 Cent in soziale Projekte in Esteli. Das Welthaus Bielefeld wird diese zusätzlichen Gelder im Rahmen der Städtepartnerschaft in soziale Projekte investieren. Vielen Dank dafür. Mein letztes Stichwort betrifft die Beziehungen, die hier entstanden sind bzw. die noch entstehen werden. Ich sage mal Face-to-Face-Beziehungen vom Produzenten zum Konsumenten. Gerade wenn sie auf Basis der jahrelangen Städtepartnerschaft basieren, ist sie in einer globalisierten Welt eine zukunftsweisende Alternative. Für manche mag das altbacken klingen, aber ich finde es richtig und ich stehe dazu. Damit entsteht, wenngleich in kleinem Rahmen, ein Gegenpol zu der gnadenlosen Konkurrenz an den Börsen und den irrealen Geschäften, wo kein greifbares Produkt dahinter steht. Im Namen der Stadt Bielefeld möchte ich nochmal Danke sagen, und zwar allen, die an dieser Kooperation beteiligt sind. Es ist eine tolle Kooperation, und ich sage nochmal vielen, vielen Dank und leite jetzt über an Herrn Jankowiak.
Es folgt nun die Rede von Stefan Jakowiak vom Welthaus Bielefeld und der Abgesandten des Partnerschaftsbüros Estili, Maria Adela Herrera. Ich möchte mich an dieser Stelle schon verabschieden. Ja, einen schönen guten Tag, einen wunderbaren Nachmittag hier in Altenhagen. Ich stehe hier nicht alleine auf der Bühne. Hier ist auch meine Kollegin da, Maria Adela aus Estili. Sie arbeitet seit vielen Jahren im Büro der Städtepartnerschaft, der europäischen Städtepartnerschaften in Estili, und wir haben ja sehr intensive Kontakte. Und ich freue mich, dass sie hier sein kann. Sie ist hier im Rahmen eines Projektes, was wir im Moment durchführen mit der Stadt Bielefeld. Es geht um Klimaanpassungsmaßnahmen, und das ist der Grund, warum sie hier mit einem weiteren Professor der Universität aus Estili hier sein kann. Mit dem Bielefeld-Café geht eigentlich eine lang gehegte Idee endlich Wirklichkeit. Schon seit vielen Jahren haben wir darüber nachgedacht, Kaffee aus der Region Miraflor zu importieren nach Bielefeld, auch als ein Zeichen der Verbundenheit zwischen den beiden Städten. Aber es hat nie so richtig geklappt. Und was wir haben wollten, war immer ein Kaffee der guten Qualität, der frisch geröstet ist und wo die Menschen, die ihn produzieren, auch einen halbwegs fairen Preis bekommen. In den letzten Monaten gab es einfach viele wunderbare Momente, sodass es gelungen ist, eigentlich dieses Projekt in allein 6 Monaten auf die Beine zu stellen. Damit es solche guten Momente gibt, braucht es immer viel Arbeit, viel Vorlauf. Ein Grund oder eines dieser Momente war, dass es im Vorfeld ein Projekt gab zwischen der Stadt Bielefeld, dem Welthaus und Estili zu den Millenniumsentwicklungszielen. Dieses Projekt hatte zur Folge, dass die Kontakte zwischen beiden Stadtverwaltungen intensiviert worden sind. Ein weiteres Moment ist natürlich die jahrelange Städtepartnerschaftsarbeit, die vor allem vom Welthaus Bielefeld aus geleistet wird und dafür sorgt, dass es vertrauliche, vertraute und konstante Kontakte gibt. Und als ich im November mit Frau Rea von der Stadt Bielefeld in Estili war, sagte sie, wir müssen einfach dieses Kaffeeprojekt anschieben. Und das muss bis April klappen, denn im April wird Bielefeld Fair Trade Town. Und ich habe gesagt, naja, wollen wir mal sehen. Und ich muss einfach an dieser Stelle wirklich einen besonderen Dank an Frau Birgit Dreher vom Umweltamt aussprechen, die immer wieder dafür gesorgt hat, dass dieses Projekt nicht an Dynamik verloren hat. Und last not least ist es letztendlich die Rösterei Kaffee Welt Eisbrenner, die sofort gesagt hat, das Projekt, das greifen wir mit auf, das ist eine tolle Sache. Und da geht es eben nicht nur darum, einen fairen Preis zu zahlen, wir werden auch dafür sorgen, dass ein kleiner Überschuss für Projekte, für soziale Projekte in Bielefeld eingesetzt werden kann. Somit sind wir total zufrieden über dieses Projekt. Ich bin die Tage in Miraflor gewesen, habe mit einigen Kaffeeproduzenten gesprochen und da ist mir einfach nochmal klar geworden, welche Erwartungen, welche Hoffnungen auch damit für die Menschen dort verbunden sind. Sie wünschen sich, dass man vielleicht in 2 bis 3 Jahren wirklich ein Container Kaffee auch hier in Bielefeld verkaufen kann. Das würde, Frau Schrader hat schon gerade kurz erwähnt, etwa 15.000 Dollar Mehreinnahmen erbringen für die Menschen, für die Projekte dort. Und das wäre ein echter Zugewinn und würde Lebensqualität eindeutig verbessern. Jetzt nutze ich die Gelegenheit, ich werde nicht weiter über Miraflor sprechen. Das kann viel besser meine Kollegin Maria Adela Herrera, die nun viel öfter dort oben ist. Und sie wird Ihnen berichten, was es eigentlich für die Menschen bedeutet, dass dieser Kaffee nicht nur dort angebaut wird, sondern auch zu fairen Preisen vermarktet werden kann. Buenas tardes a todos y a todos los presentes en este lugar. Primeramente quiero hacer extensivo un saludo de Estelí. Guten Tag an alle, die hier versammelt sind. Ich möchte Ihnen erst einen herzlichen Gruß bringen aus Estelí. Un saludo de los productores de Miraflor, del pueblo esteliano, que es muy bien acogido en esta ciudad hermana de Miraflor.
Ein Gruß aus der Stadt Bielefeld, von den Menschen, aus der Stadt Esteli, von den Menschen in Esteli und von den Produzenten in Miraflor. Por algunos motivos que no eran posible, no fue posible quedarse a la vicealcaldesa de nuestro municipio y ella regresó con mucho pesar a Esteli, pero también nos dijo que le diéramos sus saludos. Eigentlich sollte unsere stellvertretende Bürgermeisterin hier auch sein heute. Es tut ihr sehr leid, dass sie nicht dabei sein konnte, aus offiziellen, wegen offizieller Verpflichtungen. Und sie lässt aber sie alle ganz herzlich grüßen. Esteli es un pueblito que queda al norte de la capital y es conocido como el diamante de las Segovias. Esteli ist eine Stadt im Norden Nicaraguas, sie ist im Land bekannt als der Diamant von Las Segovias. Las Segovias ist die Region, in der Esteli liegt. En Esteli se encuentra ubicado Miraflor. Miraflor es una zona de reserva donde se conservan aves de muchas especies y también orquídeas. Y conservamos todavía nuestro clima y es cuidado por sus pobladores. Miraflor gehört zur Stadt Esteli, liegt im Norden davon, etwa 30 Kilometer. Es ist ein Naturschutzgebiet mit sehr vielen Vögeln und auch sehr vielen Orchideen. Das heißt, wir bemühen uns auch, dieses Gebiet zu erhalten. En Miraflor habitan muchos campesinos que trabajan en muchos rubros, el grano básico y el café. Die Bauern im Gebiet Miraflor bauen vor allem den Kaffee an und Basislebensmittel. Son pequeños productores que están asociados en pequeñas cooperativas de base. Diese Bauern sind zusammengeschlossen in kleinen Kooperativen. Y ocho cooperativas de donde hay grupos mixtos y cuatro cooperativas de mujeres forman lo que es la UCA Miraflor, que significa Unión de Cooperativas Agropecuarias. Es gibt den Zusammenschluss der Kooperativen, der landwirtschaftlichen Kooperativen von Miraflor. Es sind insgesamt 12, davon 18 reine Frauenkooperativen. La UCA, la Unión de Cooperativas, tiene un total de 418 socios. Die UCA hat 418 Mitglieder, den Gesamtzusammenschluss. De las cuales 265 son mujeres. 265 davon sind Frauen. Ellos se han integrado a esta, al comercio justo y están muy contentos porque solamente les es posible a ellos si están agrupados en esta unión de cooperativas. Si ellos fueran, no podrían estar dentro del comercio justo si estuvieran como individuos. Durch den Zusammenschluss in der Kooperative haben sie also jetzt produziert oder produzieren sie nach den Regeln des fairen Marktes. Wenn sie nicht zusammengeschlossen wären, würde das nicht funktionieren. También es muy conveniente porque obtienen un precio justo por el café y una parte de eso lo destinan a obras sociales. Sie bekommen dadurch also einen besseren Lohn und ein Teil des Geldes geht dann auch in gemeinschaftliche soziale Werke, soziale Arbeiten. La producción de café en la zona de Miraflor es con productos netamente orgánicos. Ellos incluso producen un hongo para combatir las enfermedades del café, para no usar lo que son químicos. Die Produktion ist also rein organisch ausgerichtet. Etwas Besonderes ist, dass sie mit Hilfe von Pilzen Mittel herstellen, die gegen die Insektenschäden eingesetzt werden. También en esta zona de reserva natural se impulsa lo que es el turismo comunitario y uno de los recorridos que realizan en ese turismo comunitario es ver cómo las plantas de café, cómo se procesa el café, cómo se tuesta el café. Eine weitere Einkommensquelle ist der Tourismus in dieser Gegend. Das heißt, ein Tourismus, der darauf aus ist, zu zeigen, wie die Bauern arbeiten, wie sie Kaffee produzieren, wie die Pflanzen aussehen, alles, was damit zu tun hat. Bueno, creo que muchas gracias por su atención.